Hallo Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Finale, zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda The Minish Cap. Ja, im letzten Part habe ich mir die restlichen Figuren aus der Figurenlotterie besorgt und habe von Big Goro noch den Spiegelschild geschenkt bekommen und dann bin ich ins dunkle Schloss Hyrule zurückgekehrt, hinauf zu Fatih, der gerade bei einer Zeremonie dabei war, von Zelda das Force zu absorbieren. Einen Teil davon hat er scheinbar erhalten, denn er konnte sich zweimal verwandeln und ist richtig stark geworden. Aber ich bin in der Lage gewesen, ihn zweimal zu besiegen und jetzt ist Fatih auch verschwunden. Und das bedeutet, dass es jetzt endlich an der Zeit ist, Zelda vom Fluch des Hexenmeisters zu befreien, dass sie nicht mehr länger versteinert ist. Also dann, Zelda. Bei der Macht des Schwertes der Vier, verwandle dich zurück! Link, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Link. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen noch rechtzeitig. Was zum... Oh nein. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen schnell hier raus. Los, lauf! Nanu, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist ähnlich wie bei Ocarina of Time, weil da auch Ganons Schloss damals eingestürzt ist und hier ist es jetzt irgendwie ähnlich. Aber warum denn zur heiligen Stätte? Da kommen wir doch auch nicht wirklich raus. Also nicht so richtig, aber okay. Wenigstens ist Zelda endlich wieder sie selbst. Sie ist nicht länger versteinert. Aber irgendwie, naja. So, also, auf zur heiligen Stätte. Nein! Mir entkommt ihr nicht! Ihr sollt die Kraft des Dämons, Vater, der das Force erlangt hat, erfahren! Oh nein, ich wusste, dass er noch lebt! Oh mein Gott, jetzt hat er es wirklich geschafft. Jetzt ist er ein Erzdämon geworden. Freunde, das ist nämlich Fatis finale Form. Und die besiegt man wie folgt. Ich brauche jetzt, ob ihr es glaubt oder nicht, meinen Wirbelstab. Weil wenn er seinen Arm in den Boden steckt und der hier rauskommt, muss ich den mit dem Wirbelstab treffen. So, dann muss ich mich hier klein machen. Und als Winzling in seinen Arm hinein. So, und hier drin sind jetzt solche Gegner. Und das Auge, was ein bisschen leuchtet, ist das echte. Das muss ich so lange angreifen, bis alle anderen Viecher tot sind. Und dann ganz schnell hier raus. So. Ein Arm ist schon besiegt. So, jetzt wieder schnell groß machen. Den zweiten Arm auch mit dem Wirbelstab treffen. So, komm. Und zack. So, gleich wieder klein machen. Und wieder rein. So, jetzt ist es hier drin aber dunkel. Das heißt, ich brauche meine Lampe. So, also, das Vieh hier vorne ist es. Das erkennt man an der Pupille. So, geschafft. So, aber er gibt immer noch nicht auf, denn jetzt kommt das Allerschwierigste. Jetzt muss ich es schaffen, wenn ich mich vervierfache. Die vier Blitzkugeln, die er gleichzeitig abschießt, also nicht diese hier, sondern die hier, auf ihn zurückzuschleudern. Aber dazu müssen alle vier Augen gleichzeitig getroffen werden, weil sonst kann ich ihn nicht verwunden. Das macht es jetzt sehr schwer, ihn wirklich zu treffen. So, komm, schieß doch. Nein, verdammt! Mann, ey! Ich hasse das. Das ist das Einzige, was ich an diesem Kampf so sehr hasse. So. Und ich habe außerdem ja noch den Talisman von Din dabei. So, jetzt bin ich rot und meine Angriffskraft ist stärker. Hier, friss! Haha, das hättest du nicht gedacht. Den habe ich mir extra noch für diesen Kampf aufgehoben. Mit meiner roten Kleidung habe ich jetzt mehr Angriffskraft. So, na los. Schieß doch! Nein! Verdammt! Seht ihr, wenn man da nicht hundertprozentig genau trifft, ist das einfach Kacke. Ja, jetzt! Jetzt schießt du! Fiesmann! Los! Komm doch! So, die Blitzkugeln dürfen einen natürlich jetzt nicht treffen. Nein! Du sollst treffen, Link! Bitte!
Na, schon wieder nicht! Wo schießt du hin? Wo schleuderst du diese Dinger hin, Link? Ich verstehe das nicht. Schon wieder nicht. Ja, der war jetzt auch viel zu weit auf der Seite. Oh, na super, der Effekt von Dienst Talisman hat schon wieder nachgelassen. Ich weiß auch nicht, wie lange der anhält. Jedenfalls auch nicht sehr lange. Vielleicht ein Minütchen oder so. No! Ich hasse das! Hör auf damit! Du sollst das nicht machen! Na, schon wieder nicht! Warum nicht? Das ist doch zum Mäusemelken! Ja, ja, ja! Hörst du auf? Mach das mal richtig! Wie soll ich mich denn hier hinstellen? Ich muss genau in einer Linie irgendwie. Ha, jetzt! So! Na warte! Ja! Immer noch nicht genug, hä? Na warte, ich glaube, wenn ich ihn jetzt noch einmal erwische, dann ist er aber wirklich erledigt. So. So, Vati, stirb! So etwas Dummes! Was ist mit der Kraft des Force? Der dämonischen Kraft! Ja, die hatte ich hier soeben verlassen. Freunde, ich hab gewonnen! Ich hab Vati besiegt, diesmal endgültig! Die Mütze der Wünsche. Ich hab's geschafft, endlich. Oh, Link, schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Vati besiegt, das ist gut. Aber wir haben so viel verloren, das Schloss, all die Menschen. Was zum... Ezelo, geht's dir gut? Oh, wer hätte das gedacht? Nun, da Vati besiegt ist, ist sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Ezelo. Ich bin der Weise von Tyloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Doch da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. Herrn Zelda wünscht sich natürlich, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Die Hule und auch all die Menschen, dass sie wieder leben und dass das Böse verschwindet. Und genauso geschieht es jetzt auch. Das Schloss wird wieder zurückverwandelt. Und alle, die von Vati versteinert wurden, sind auch wieder normal. Ja, und natürlich verschwinden jetzt auch all die Monster aus dem Königreich. Ah, das sieht doch gleich viel, viel besser aus. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze zittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Vati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Force konnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tyloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tyloria. Ich weiß. Doch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt die Hule wieder im alten Glanz. Link, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Hey, ich bekomme eine Mütze!
Meine eigene Mütze. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Ja, natürlich ist Vati auch ein Mensch und deswegen muss er jetzt gehen. Lebe wohl! Mach's gut, Ezelo. Freunde, das war es. Director Hidemaru Fujibayashi kenne ich gar nicht wirklich, aber egal. Freunde, das Spiel ist durch. Und zwar komplett zu 100% natürlich. Ich habe es sogar versprochen. Und wenn ich einen 100% Run verspreche, dann will ich ihn natürlich auch einhalten. Und so ist es auch geschehen. Ja, wie gesagt, das Spiel ist durch und es ist mal wieder Zeit für ein Fazit. Zelda The Minish Cap ist auch ein sehr schönes Zelda und für mich persönlich auch mein liebstes 2D-Zelda. Ich hab's ja auch im Original natürlich und hab das damals Weihnachten 2004 von meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen und zwar nicht nur das Spiel allein, nein. Ich hab damals ein Game Boy Advance SP Bundle bekommen, wo es nicht nur das Spiel, sondern auch einen limitierten goldenen Game Boy Advance SP dazu gab. Den besitze ich übrigens immer noch und den werde ich auch nie und nimmer verkaufen, kommt gar nicht in Frage. Der ist mir hoch und heilig. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, ey, wie ich das damals zum allerersten Mal gespielt habe, da war es eben Heiligabend, habe das ausgepackt und so gefragt, yay, geil, Minish Cap und ein goldener Game Boy Advance. Und ich habe, glaube ich, wirklich bis 4:30 Uhr morgens war ich nur am Minish Cap zocken. Ich bin nicht mal ins Bett gegangen. Ich war so fasziniert und begeistert von diesem Spiel. Ah, Supervisor. Eiji Aonuma natürlich, ganz, ganz wichtig für Zelda. Und ja, Minish Cap wurde ja... Oh ja, Salt Advisor Koji Kondo, auch sehr wichtig natürlich. Also Minish Cap wurde ja nicht nur von Nintendo allein entwickelt, sondern auch von Capcom. Dieses Studio haben sie quasi dafür engagiert und... Ja, was kann ich großartig dazu sagen? Sie haben super spitzen, megamäßig geile Arbeit geleistet. Minish Cap ist so ein wunderschönes Zelda, diese Detailverliebtheit, also grafisch sieht es für ein Game Boy Advance Spiel richtig super toll aus. Wie gesagt, dieser Detailgrad ist einfach nur wunderschön, den sieht man sonst in so wenigen Spielen, wie ich finde. Die Story ist eigentlich auch sehr schön geraten, also sehr spannend, wie ich finde. Auch wenn sie im Vergleich zu anderen Zeldas vielleicht kürzer geraten ist, es gibt ja auch wesentlich weniger Dungeons, eigentlich nur 6 an der Zahl, aber ich finde das nicht wirklich schlimm. Die Rätsel, ja, sind sehr interessant gestaltet, alleine auch die Möglichkeit, dass man sie schrumpfen kann, das ist was ganz, ganz Neues, was es so noch nie gegeben hat, ist eine tolle neue Idee, dieses zentrale Element halt einzubauen, dass man Link schrumpfen kann und das dann, so wie hier, wie man sehen kann, der grüne Riesenschleim ist General Producer Shigeru Miyamoto natürlich. Also wie gesagt, einfach ein richtig geiles Spiel. Executive Producer Satoru Iwata. Mir bleibt eigentlich nichts mehr dazu zu sagen, außer dass es wie gesagt noch einen Bonus-Part geben wird. Mit allen Figuren, die ich euch zeigen werde. Hiermit endet das erste Abenteuer von Link. Doch was wird die Zukunft Link, Zelda und den Hylianern noch bringen? So geht die Geschichte weiter. Solange die Kraft des Force es will. Ja, meine lieben Freunde, das war mein Let's Play zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Vielen Dank noch einmal fürs Zusehen und nicht vergessen, es folgt noch ein Bonus-Part.